Hallo. Guten Tag. Weserhafen, Brake. Pickel miteinander. Du sollst anpickeln. Wir sind ja nicht im Mädchenpensionat hier, bei uns geht's auch mal mit Trauer zu. Braucht einen Stapler. Ja. Du musst den nehmen, 6er nehmen. Kriegen wir's hin? Einer von Deutschlands wichtigsten Häfen für alles, was zu sperrig für Container ist. Ich sage immer rumsti-bumsti in die Luke rein. Ob ich jetzt den Bagger fahre oder einen Mann, das ist doch egal, oder? I will continue now. Okay. I will bring you to the pier, ja? Ja, das Ganze geht einmal Brake Nord nördlich des Knicks mit Drehen, Backbord ran. Raue Typen, eine Kranführerin und jede Menge Arbeit. Hafen Brake. Marco Baker ist der Chef an der Kaje, verantwortlich für die Hafencrew und viele große Maschinen. Kannst gleich mal einen Bock nehmen und die Waggons hier vorne von dem Bier holen? Gleich soll ein Schiff kommen. Die Güterwaggons stehen im Weg. Genau da, wo sie gleich entladen wollen. Das ist jetzt der Kran. Mit dem wollen wir das Schiff gleich anfangen, leer zu machen. Und da das hier alles im Weg steht, muss es einfach Platz machen. Mit einem speziellen Staplervorbau kann der Kollege die Waggons ziehen oder schieben. Welche Richtung möchtest du denn? Da oder da? Ab nach Norden. Bei uns einmal da geht es nach Norden sozusagen, da ist Süden, da ist Wasser und da ist Land. Markus, hast du die Weiche gestellt, dass alles frei ist da hinten? Marco arbeitet seit 17 Jahren im Hafen. Vorher war er Zimmermann. Nein. Dann mach das mal eben. Rund 200 Euro verdient Marco pro Schicht. Gutes Geld. Ich bin nur im Bracker und sozusagen 5 Minuten mit dem Fahrrad ist hier gleich vor Ort. Man hat kein schlechtes Wetter mehr, wie auf dem Bau, wie es früher so war. Und wenn man sich was leisten will, muss man was für tun. Und das geht im Winter, auf dem Bau ist es ja schlecht sozusagen. Also von daher ist es hier alles. Hier arbeiten viel, wenn du Bock hast, Geld zu verdienen, dann ist man hier genau richtig sozusagen. Also faule Hunde brauchen wir nicht. Rund 40 Schiffe legen pro Woche in Brake an. Die Ladung oft sperrig. Windkraftanlagen, Holz und Stahl. Für Zellstoff ist Brake deutschlandweit der wichtigste Hafen überhaupt. Und auch bei Getreide und Futtermittel ist er ganz vorn dabei. In Brake kommt Futter an für Millionen Rinder, Schweine und Geflügel im ganzen Norden. Wie ein großer Staubsauger holt ein Rüssel Soja, Weizen oder Mais aus den Schiffen. Die Herausforderung, die großen Schiffe brauchen Hochwasser, um in Brake anlegen zu können. Oft kommen sie später oder früher als geplant. Die Hafencrew muss spontan reagieren, Stapler und Kräne bereithalten. Wie jetzt für den Frachter Andrea. Das ist jetzt in Lemwerder. Ich sollte schon da sein. Wir gucken gerade mal auf Marine-Traffic, wo sich unser Schiff befindet. Wann ungefähr wir dann mit der Entladung beschädigen können, sozusagen anfangen können. Er ist jetzt erst Lemwerder durch und braucht ca. eine Stunde, 20 Minuten, bis er fest ist und dann können wir starten. Melanie, hast schon einen Funktionstest gemacht, ob auch deine Klammer funktioniert? Ja, habe ich gerade. Moin. Sie muss das Schiff entladen. Melanie Fischer ist Brakes einzige Kranführerin. So, dann wollen wir den mal abfahrbereit machen. 9 Kräne gibt es im Hafen. Alle darf Melanie fahren. Heute hat sie Schicht in der sogenannten Hafenumschlagsmaschine. Bagger, sagen sie hier dazu. Also ich habe früher Autokrane gefahren und irgendwann habe ich gesagt, mit den ganzen Stunden und so, und man ist ja auch so wenig zu Hause und auch viel auf Montage. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, ach, bewirb dich doch irgendwie mal woanders, auf großen Firmen oder am Hafen. Ja, und dann hatten die mich zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Ja, und dann bin ich hier gelandet. Ob ich jetzt den Bagger fahre oder einen Mann, das ist doch egal, oder? Das hat sowieso nichts mit Kraft zu tun. Das hat eher was mit Feingefühl zu tun, finde ich. Und nicht mit Kraft. Melanie muss den Bagger noch umparken. Ist das Schiff erst mal da, ist dafür keine Zeit mehr. Jede Stunde zu viel im Hafen geht richtig ins Geld.
will mal eben schon mal gucken, ob er ungefähr gerade steht, der Bagger. Die Bahnschienen sollen immer möglichst viel frei bleiben. So, und ich stehe mal gerade lieber. Frau, glaube ich. Ich weiß nicht. Hier, hoffentlich stehe ich weit genug weg. Oh, das war wirklich eng. Und dann kommt sie auch schon. Die Andrea. Oh ja, da liegt's an. 723 Pakete mit Holzbrettern sind an Bord. Die müssen jetzt runter. Er muss alles koordinieren. Marco Baker. Hallo. Guten Tag. Kommt ihr da vorne so eine Hügelleiter runter, da vorne? Ja. Das Holz kommt aus Finnland. Marco braucht zum Entladen zwei sogenannte Anpicker. Die müssen die Ladung an den Haken festmachen. Die Herausforderung, die Pakete sind unterschiedlich groß und schwer. Die stehen da unten, ja, für die ist alles weiß. Und wenn man von hier oben runter guckt, sieht man das schon ein bisschen besser, hat man ein bisschen eine Übersicht sozusagen. Von den Kleinen kannst du auch vier nehmen. Machst du in der Mitte zwei rauf. Wir müssen darauf achten, dass die Jungs das richtig anpicken sozusagen, dass sie erstmal jetzt einen Turn reinkriegen. Dass sie immer sozusagen drei Stück anpicken können oder zwei. Dass die sozusagen miteinander arbeiten, nicht gegeneinander, sonst dauert es ja noch länger. Und dann muss jetzt zum Beispiel, jetzt, wenn man da unten gleich guckt, setzt der Tally jetzt ab. Der hat da zum Beispiel eine Liste, wo welches Paket in welche Halle hin muss, in welcher Position. Markiert das jetzt, welcher Hafen das ist. Und das, in der Halle kommt es verschiedene Lagerstätten sozusagen, dass nicht alles in einen Haufen reinkommt, sondern gleich warentechnisch vernünftig getrennt wird. Oh, stopp. Stopp. Machst du das in der Mitte, wo Dings draufsteht und die Beine auf einen Haken? Ja, genau. Und jetzt auf den grünen Haken zwei Gurte. Ja, genau. Ja, genau. Abfahrt. Das Holz wird in Brake zwischengelagert. Von hier geht es weiter in die USA für den Hausbau. Wenn das nicht läuft, sozusagen, entweder muss ich mit den Jungs jetzt hören oder mit einer höheren Stufe von mir. Also bin ich der Puffer. Warum läuft es so schlecht? Warum machen wir wenig? Also jetzt läuft es ziemlich schleppend noch, also ist noch nicht ziemlich schnell. Regen. Zum Glück aber kein starker Wind. Für die Crew kein Grund aufzuhören. Einzige, was auch vorkommt, ist, wenn wir Hochwasser haben, dann werden die Schotten zugemacht. Aber auch dann geht's weiter. Dann geht es hinten Inland, Hinterland geht es noch weiter arbeiten. Also wir ziehen die Schicht durch und dann, ob es regnet oder nicht, scheißegal. Kranführerin Melanie sitzt im Trockenen und hat Scheibenwischer, sogar eine Sitzheizung. Ihre Herausforderung, die Schiffswand ist sehr hoch. Der Bagger hebt, wenn er unter Last ist, nicht ganz so weit hoch. Und das Problem ist, wenn du so ein Schiff hast wie das ist Gott sei Dank nicht jedes Mal, das ist sehr hoch dann, wenn du dann auch noch höheres Wasser, Hochwasser nicht, aber höheres Wasser hast. Und dann hast du wirklich schon Probleme. Dann musst du schon überlegen, wie du dich mit dem hinstellst, dass du da überhaupt rüberkommst. Aber ich hoffe, das Wasser geht gleich noch ein bisschen weiter runter. Dann wird das besser. Morgen kommt das nächste Frachtschiff. Bis dahin muss die Andrea entladen sein. Die Crew an Deck will das Tempo erhöhen. Was möchte er jetzt denn machen? Oh, na ja, gut, soll er versuchen. Wenn das geht. 5 Holzpakete auf einmal. Was hatte ich denn vorher dran? Ungefähr, ja, sagen wir mal 7 ungefähr. 7 Tonnen Holz. Also ich finde, das merkst du beim Anheben meistens richtig. Dann neigt er sich ja auch ein bisschen mehr alles. Ich meine, man kann sich ja bei manchen Sachen beeilen und manche Sachen, finde ich, da sollte man ein bisschen vorsichtiger fahren. Bei Windkraft oder so, da musst du auch schon ein bisschen genauer und vorsichtiger fahren. Ja, bei dem Melanie. Und bei Holz ist es halt, da kannst du schon ein bisschen schneller und ein bisschen mehr. Ich sage immer, rumsti-bumsti in die Luke rein. Zwölf Stunden später, rund 25 Kilometer Weser abwärts bei Bremerhaven.
Die Lotsen René Hamann und Sebastian Stege sind auf dem Weg zum Medern Express. Ziel der Weserhafen Brake. Wir sind zu zweit, weil wir gewisse Schiffsgrößen mit zwei Mann besetzen, damit da so ein bisschen die Arbeitsteilung passiert, was Funken und Schifffahren angeht. Dass man sich die Arbeit so ein bisschen teilt, dass das immer ein sicheres Manöver wird und man alles im Blick hat. Direkt zum Schichtbeginn der gefährlichste Teil des Jobs. Die Lotsenleiter an der Bordwand hochklettern. 15 Sprossen. Ohne Sicherung. Geht das so oder kommt erst? Das geht so. Jo, tschüss, schönen Dank, gute Wache. Tschüss. Morning. Jetzt muss René schnell auf die Brücke. Als Flusslotse ist er für dieses Revier zuständig. Auch Sebastian geht an Bord. Er leitet später das Anlegemanöver im Hafen Brake. René übernimmt jetzt das Schiff von einem Kollegen. Er hat den Frachter von der Nordsee bis nach Bremerhaven gelotst. Nordsee und Weser sind zwei unterschiedliche Reviere. Jeder Lotse ist auf seinen Bereich spezialisiert. Tschüss. Tschüss. Schön freiturn. Bis zum nächsten Mal. Einmal gucken, was Verkehr ist, was er steuert, ob das alles so hinhaut. Einmal ins Radar gucken, dass wir hier das gleiche wie auf unserer Seekarte hier auch angezeigt haben. Okay. 177. Also herausfordernd ist eigentlich, dass man sich jeden Tag auf was Neues einstellen muss. Es ist nie gleiche Wetterverhältnisse, es ist immer ein anderes Schiff. Klar kennt man ab und zu manche Schiffe, die öfter kommen, aber man muss sich immer neu einlassen auf die Crew, auf das Schiff, auf das Wetter. Wie ist die Tide, wie ist der Wind? Ist es nachts, ist es tagsüber? 192. René gibt die Gradzahlen für den Kurs an. Der Steuermann lenkt den Frachter exakt nach seinen Ansagen. 165. Auch den Verkehr muss René immer im Auge behalten. Ist jetzt hier ein Entgegenkommer, der natürlich auf der richtigen Seite fährt, aber da wir ein bisschen mehr Tiefgang haben, müssen wir ein bisschen mehr ausholen, weil Innenseite nicht so viel Wasser ist. Das spricht man dann vorher ab und sagt denen Bescheid, damit die da nicht aus allen Wolken fallen, wenn auf einmal so eine Schüssel hier denen entgegenkommt auf der falschen Seite. Moin, der Flusslotse hier. Wir sind eine etwas größere Einheit. Ich komme so ein bisschen zur Mitte oder auch auf die rote Seite rüber, wegen unserem Tiefgang. Nur, dass sie Bescheid wissen, wenn sie da sich an der roten Seite oder Richtung Blexenrede orientieren, wäre das ganz klasse für uns. Ja, das machen wir sehr gerne. Hallo. Danke, gute Wache. Bis zum nächsten Mal. Auch wenn es so aussieht, als hätte René das Kommando an Bord, die Verantwortung für alle Manöver trägt immer noch der Kapitän. René ist eher eine Art Berater, der aber jede Unwegsamkeit der Weser kennt. Das Besondere an der Weser ist, es ist ein sehr abwechslungsreicher Fluss mit Hafengebiet, Strandbereiche, wo wirklich Strand, Sandstrand ist, im Sommer voll mit Leuten. 230. Mit Menschen, dann kommt man wieder in einen Bereich, wo Werften sind, dann kommt man in den Stadtbereich in Bremen. Und für mich das ganz Besondere ist, dass wir hier halt auch die Hafenlotserei machen auf dem Fluss, von der Geeste bis nach Bremen hin, und wir halt auch die Hafenmanöver haben, was man so grundsätzlich nicht in allen deutschen Lotsrevieren hat. Klar, der Fluss ist auch schön, den zu fahren und anspruchsvoll, aber das Schöne ist, dann auch wirklich das Schiff an die Pier zu bringen oder auch abzulegen. Etwa 1,5 Stunden dauert die Fahrt nach Brake. Dort übernimmt Lotsenkollege Sebastian Stege. Er muss das Schiff sicher an die Pier bringen. Ein Anlegemanöver ist immer eine Herausforderung. Ist immer abhängig von Wetter, Wind, Strömung, Schiffsgröße, ja, Schiffstyp, was da für eine Maschine hinterhängt, was für ein Ruder ist da dran. Das spielt alles mit in das Manöver oder die Idee, die man gleich hat, was man vorhat, spielt da alles so mit rein. Im Braker Hafen ist Marco Baker schon seit 6 Uhr unterwegs. Der Chef an der Kaje muss bis zur Ankunft der Medern Express noch jede Menge organisieren. Was hat Zellulose mit?
Start. Hat insgesamt hat das 12.000 Einheiten mit. So, und dann fangen wir in Luke 5 an zu löschen. Und dann kommt der zweite Gang, kommt ungefähr um 18 Uhr und er fängt auf Luke 3 an zu löschen. 10 Leute plant er ein. Boah, ich würde sagen, das ist ein großes Schiff. Wir können ungefähr so 80 Einheiten in eine Stunde löschen. Bevor es losgeht, braucht er jetzt noch genug Gabelstapler. Und es müssen ganz bestimmte sein. 12 Tonner. So, hier haben wir schon die ersten Kandidaten. Dieser Kollege braucht seinen Stapler selbst. Der nächste Versuch. Was gucken, ey? Wir brauchen deinen Stapler. Ja? Du musst den nehmen, 16er nehmen. Kriegen wir das hin? Ja. Hier hat Marco Erfolg. Nur mit den 12 Tonnen kann seine Crew den Zellstoff auf die LKW verladen. Denn nur diese Stapler können sie extra dafür umbauen. Hast ein Kram raus, ja. Du weißt ja, von der Halle gehen, ne? Umbauen, ne? Wir haben jetzt hier einen Gabelträger vor. Und da bauen wir jetzt eine Klammer vor, die auf und zu geht. Die fahren wir jetzt hin und bauen die um. Dann haben wir so noch zwei machen. Wir haben unterschiedliche Güter hier bei uns. Wir haben von A bis Z sozusagen. Und jetzt wollen wir nachher zelllose löschen. Und das sind die Stacheln auf jeden Fall völlig falsch für. Da kann man sogar Holzpakete oder Eisenträger auf mitfahren. Nicht aber den Zellstoff. Der kommt in kleinen Paketen. Dafür braucht Marco eine Presse. Oh, zwei Stück müssen wir noch. Wie gesagt, da steht nur ein Objekt, also bräuchten wir eigentlich nur einen. Eine halbe Stunde hat er noch Zeit bis zum Anlegen der Medan Express. Zurück bei den Lotsen auf der Brücke. Und der Florian, alle auf 10. Ein wunderschönen. Seien Sie gegrüßt. Der Steger hier am anderen Ende. Jetzt haben wir den Kollegen Hamann. Ja, das Ganze geht einmal Brake Nord, nördlich des Knicks mit Drehen. Backbord ran. Sag Bescheid. Lotse Sebastian übernimmt jetzt das Schiff von René für das Anlegemanöver an die Pier in Brake. Captain, yes. I will continue now. I will continue now. Okay. I will bring you to the pier, ja? Yeah? Okay. Oh, da kann so einiges schief gehen. Natürlich können hier an Bord technische Probleme auftreten, was ich Maschinenausfall, Ruderversager etc. Beim Drehmanöver oder wenn die Schlepper angespannt sind, kann der Schlepper ausfallen, der Schleppdraht kann auch mal reißen. Das sind alles Dinge, die mal passieren können. Wettermäßig, vielleicht kommt mal eine Böe, die dann einmal sich dann das Schiff noch mal versetzen würde. Gerade bei Schiffen in Ballast ist das noch mal ein interessanter Faktor. Und sobald das Drehmanöver dann kommt, dann muss man sich halt konzentrieren. Ne? Kurz vor Brake, jetzt muss Tempo raus. Und die 86, dann mal langsame Bremse bitte. Da geht gleich los, ihr müsst ausfahren. Jawohl, einmal lang machen. Wir sind kein Auto, wir haben höchstens einen Rückwärtsgang. Den Rückwärtsgang können wir immer nicht reinhauen bei der Geschwindigkeit, dann würde das Schiff abbiegen durch den Propellereffekt. Darum kommt jetzt gleich der Achterschlepper hinten dran. Der kann sich dann sozusagen schwer machen, fährt sozusagen auch rückwärts und nimmt uns noch die Fahrt aus dem Schiff. René muss das 200 Meter lange Schiff um 180 Grad drehen. Drei Schlepper sind dafür im Einsatz. Bordseite, die haben da irgendwie eine dicke Leine runtergelassen. Das soll ja wohl nicht für uns sein. Ne? Und ich möchte auch darum bitten, dass man eine Wurfleine benutzt und keine Jagerleine. Florian, wie ist die Situation da vorne? Der vordere Schlepper meldet Probleme. Passiert nichts. Captain, Forward ist in Progress. Please, send heaving line. Yes, please. Ihnen fehlt die Wurfleine vom Frachter. Ohne diese können Sie den Schleppdraht nicht übergeben. Läuft nicht. Momentan noch nicht. Sebastian ist angespannt. Ohne den vorderen Schlepper kann er das Schiff nicht drehen. Viel Zeit hat er nicht. Der Hafen kommt immer näher. Yes. Coming forward, eh? Yes. More important the aftack, Captain. As soon as possible, secure please aftack, eh? Sebastian läuft die Zeit davon. Haben die da an Bord keine Heaving Line? Captain, do you have Heaving Line on board? They need a Heaving Line now. Well, Heaving Line very small. We use the meter big by the winch to pick up the... Yeah, but first give the Heaving Line down.
Ja, solche Probleme kommen natürlich dann auch noch dazu. Die Schiffsbesatzung kriegt den Schlepper nicht fest. Das sind auch alles solche Probleme, die mit reinspielen können. Mit der Schiffsbesatzung, dass das nicht so funktioniert. Ne? Dass man sagt, so, jetzt macht den Schlepper fest und man fährt und fährt und fährt und es dauert. Schmalzleine runterkommen. Und der wichtigste Schlepper ist dran, das ist der Achterschlepper, der die Fahrt rausnimmt, zur Not halten wir einfach an. Doch plötzlich tut sich was. Florian, Sie sollen fest sein. Wollte ich Ihnen auch gerade sagen, können Sie das bestätigen? Offensichtlich, ja. Wir sind fest, fahren aus. Super, ja, dann einmal klar auf einen kurz. Ein kurz, ja. Der Vorschlepper ist fest, jawohl. Ja, jetzt kann es losgehen. So, die Medan Express, gesaufwärts fahrend, jetzt gleich quer ab. Nordende NSK in Brake, dreht im Wendebecken einmal über Steuerbord und geht dann rückwärts einmal nördlich des Knicks in Brake mit Backbord an die Pier. Das ist die Medan Express. Und Klotz. Wenn der richtig Wind von der Seite kriegt, muss man gegensteuern mit der Rolli. So, und die sechsmal Stopp und einmal bitte nach vorne. Ein bisschen voraus kommen wir gleich wieder. Und das Heck, wo soll das zum Liegen kommen? Das Heck einmal da, wo es blinkt, bitte. Aber beim blauen Auto. Alles klar, danke. Die letzten Meter sind natürlich immer die kritischsten oder die interessantesten, ne? Und die 86 mal halbe ab. Halbe. Das Schiff arbeitet noch, ne? Es bewegt sich, muss man natürlich immer sofort reagieren. Mit den Schlepper arbeiten, dass ich hier sauber an die Pier komme, ne? Da spielen natürlich Wind und Strömung auch noch mit rein. Ah, stopp, bitte. Stoppt. Sobald das Schiff dann an der Pier ist, dann fällt auch so eine Last von einem selbst, wenn man das Schiff dann sicher an die Pier gebracht hat, ne? Dann ist man so, ah, jetzt gehen nur noch die Leinen rüber, das Schiff ist schon mal an der Pier. Kann nichts mehr, eigentlich nichts mehr schief gehen. Eine halbe Stunde Verspätung. Endlich wird das Schiff festgemacht. Hast du noch ein paar Minuten zum Auffüllen? Marco hat immer noch das Problem mit den fehlenden Gabelstaplern. Ist der Elfer fertig? Gleich, Viertelstunde. 14 Uhr. Spätestens. Einer ist noch in der Werkstatt und bei diesem ist der Tank leer. Aber solange das Schiff auch noch nicht fertig ist, bleibt Marco gelassen, wird schon klappen. Ja, gut. Also, Luke 5. Genau, Volkan 3. 3? Wir haben nur 3. Auf Wiedersehen. Kranführerin Melanie geht jetzt aufs Schiff. Der Frachter hat eigene Bordkräne. Mit einem davon muss sie gleich den Zellstoff aus dem Schiffsbauch heben. Das Besondere an so einem Bordkran ist meiner Meinung nach, dass du jedes Mal einen anderen hast. Du weißt vorher nie, auf was du dich einlässt. Und ja, meist funktionieren auch die Heizungen nicht und du kriegst immer einen kalten Popo. Du weißt immer gar nicht, auf welchem du schon warst. Das siehst du dann wirklich meist erst, wenn du im Kran sitzt. Also ich zumindest. 7,5 Stunden wird sie heute im Kran sitzen. Im Rucksack hat sie Wasser, Taschentücher, ihr Funkgerät und einen Energy-Drink. Melanie kann den Kran nicht starten. Ja, ich habe Funk an. Ich muss den Kran erstmal starten. Hey, Herr Mohr, haben die Leute den Weg gefunden? Der Chef an der Kaje hat ein neues Problem. Ihm fehlen noch Anpicker. Eigentlich sollten die schon längst hier am Schiff sein. Pünktlichkeit ist ihm wichtig. Sonst kann Marco auch mal ungemütlich werden. Kommt doch schon. Ja, bei deinem Gebäude warst du nicht? Nee, ich stand hier vor dem Auto. Ja, deinem Auto scheißegal. Ich warte, bis sie über den Counter Einmal Luke 5, die anderen sind schon oben.
Denk dran, nicht rauchen, nix. Bevor ich einen Anruf kriege, dass die Leistung scheiße ist, kann ich lieber die Leute rund machen und die ein bisschen Arsch treten, dass die schneller arbeiten, bevor ich einen kriege. Alle da. Aber immer noch geht's nicht los. Also ich gehe davon aus, dass der Bordkran nicht startklar ist, weil sonst hätte die Kollegin Fischer schon was gesagt. Wahrscheinlich springt er jetzt nicht an. Melanie, geht der Kran an oder will er nicht? Hier tut sich nichts. Melanie hat noch eine andere Idee. Ist der Schaltschrank an? Ich muss mal gucken. So ist er. Der war nicht an. Jetzt kann es losgehen. Es ist halt jedes Mal was Neues bei den Dingern. Jedes Mal eine Überraschung. Hier oben ist es extrem laut. Deshalb trägt Melanie Gehörschutzstöpsel. Jetzt können auch Marco und sein Team beginnen. Die Reihenfolge der Luken hat er schon längst festgelegt. Das ist wichtig, damit das Schiff keine Schlagseite bekommt. Heute geht es in Luke 5 los. Na, ich würde sagen, für NSK 1 haben sich entschieden. NSK 1, Lukengang. Pick mal mit an! Herr Miguel! Pickel mit an da! Du sollst anpicken! Eine Reihe! Ja! Eine Reihe! Ja, der hebt nur 25 Tonnen! Man erzählt den Jungs, sie dürfen nur 8 Einheiten, 9 Einheiten anpicken, also eine Reihe. Und da haben die aber 2 Reihen angepickt, also 18 Einheiten. Wenn es ganz blöd läuft, reißt da oben der Draht durch. Oder ganz schlimm, der beim Kran bricht was ab. Also der Kran, ein paar Tonnen plus kann er wohl heben. Aber dafür ist es ja nicht ausgelegt. Und wenn was passiert, dafür sind wir dann haftbar. Ja. Also ist es schlecht, auf jeden Fall. Der Zellstoff geht von Brake aus nach ganz Europa. Daraus werden beispielsweise Toilettenpapier und Haushaltstücher. Für Marco geht das Entladen wieder zu langsam. Die Bordkräne können nicht so viel heben, wie Marco gerne anhängen würde. Naja, zum Beispiel um 18 Uhr, gehen wir noch im zweiten Gang, da läuft es dann ein bisschen schneller. Wir werden keinen Krieg mit gewinnen mit dem Schiff, aber auch das kriegen wir leer. Bis zum Schichtende bleibt Marco konzentriert. Beobachten müssen wir die ganze Zeit, ne? Also, kann hier mal was passieren. Zum Beispiel, wenn der ganze Haken zum Beispiel hängen bleibt, müssen wir den Haken austauschen. Aber sonst erstmal das Gröbste geschafft. 6 Tage lang heben sie jetzt Ladung für Ladung aus dem Schiff. Mit rauen Kommandos vom Chef an der Kaje und dem Fingerspitzengefühl einer taffen Kranführerin.